Und die beste Mannschaft des Jahres 2020. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz bei der Ehrung Sportler des Jahres 2020-2021. Der Ü45 Männerteam des SSV Heidenau. Kommt bitte nach vorne, alle diejenigen, die hier bei uns im Saal sind. So, in die Mitte. So, bitteschön. Wenn darf ich das Mikrofon in die Hand drücken, der wird mir noch so ein bisschen Rede und Antwort stehen. Als erstes nochmal Applaus hier an die Herren. Wir möchten natürlich gratulieren, auch natürlich mit dem dritten Platz, mit der Mannschaft des Jahres, mit den Gutscheinen nochmal von der Sächsischen Zeitung, mit der Urkunde, mit dem Blümchen. Wie überrascht seid ihr, diesmal auf dem dritten Platz gelandet zu sein? Wir sind sehr überrascht. Veranstaltung wahrnehmen zu dürfen. Und mit dem dritten Platz, es gibt immer bessere. Das sollte für uns Anspruch genug sein in den nächsten Jahren. Und dementsprechend ist uns natürlich. Okay, jetzt ist Faustball zwar schon etwas Außergewöhnliches, aber bei uns in der Region fest verwurzelt und man hört immer wieder Faustball vom SSV Heidenau. Ihr seid seit vielen, vielen, vielen Jahren wirklich sehr erfolgreich. Was macht euer Team so erfolgreich und was macht das ganze Flair vom Faustball aus? Also Faustball ist ja ein Randsportort in der Region sehr bekannt und dementsprechend kennen wir uns als Team über 30 Jahre und länger, sind dann zusammengewachsen aus verschiedenen Regionen in Sachsen hergekommen und letzten Endes zum Schluss jetzt auch in Dresden oder Heidenau wohnend und von der sich gesehen ist eben unser Sport nicht bloß der Sport, sondern auch das Miteinander. Also dann wünschen wir euch natürlich für die nächsten Jahre, für die kommende Saison alles, alles, alles Gute. Drücken die Daumen, wünschen natürlich auch wieder viele, viele Gäste bei euch ins Stadion, dass einfach wieder viele zuschauen und wünschen euch natürlich für eure Mannschaft das Beste für die nächste kommende Saison. Also in diesem Sinne nochmal einen großen Applaus an die Faustballer von SSV. Das ist